Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Punks und liebe Leute, ihr seht es schon im Titel, die Energiekrise schlägt jetzt hier in Deutschland richtig zu. Deshalb auch jetzt hier einmal ganz kurz die Blitznews. Vorab einmal ganz kurz, falls du meinem Kanal noch nicht folgst, abonniere bitte meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Damit unsere Community regelmäßig größer wird, möchte ich dich bitten, auch Inhalte meines Kanals zu verteilen unter Freunden oder Arbeitskollegen oder eben auch Familie, deinen gesamten Social-Media-Bereich. Da kannst du hier mit dem Scheren-Symbol, das ist die Clip-Funktion bei YouTube, kannst du so kleine Teile aus meinen Videos ausschneiden. Die Länge kannst du selbst bestimmen und dann wird dir so ein Link generiert. Den kannst du dann kopieren und überall verteilen. Ja, wir lesen es in den deutschen Mainstream-Medien leider nicht. Hier jetzt ganz frisch, 29. November, 17.29 Uhr, Energiekrise, Nordrhein-Westfalen ruft finanzielle Notlage aus. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat für die Jahre 2022 und 2023 die finanzielle Notlage ausgerufen. Grund ist die Energiekrise. Die Ausrufung der Notlage ist notwendig, um trotz Schuldenbremse Kredit aufzunehmen. Zur Umwidmung des Corona-Rettungsschirms gab es verfassungsrechtliche Bedenken. Also hier hatte die Landesregierung schon gedacht, wir haben hier den Rettungsschirm, den Krisenvirus-Rettungsschirm, können wir den nicht irgendwie nehmen? Aber da gab es verfassungsrechtliche Bedenken. Verfassungsrechtliche Bedenken haben die hier plötzlich. Ja, also die ganze Verfassung hat überhaupt niemanden interessiert in den letzten 33 Monaten und plötzlich haben sie hier verfassungsrechtliche Bedenken. Ich will jetzt auch nicht schon wieder das große Fass irgendwie aufmachen. Das mache ich in dem nächsten Video, was kommt. Schwarz-grüne Landesregierung muss neue Schulden aufnehmen, um die Energiekrise mit geplanten 5 Milliarden Euro zu bekämpfen. Da dies aufgrund der Schuldenbremse eigentlich nicht möglich ist, hat sie nun die finanzielle Notlage für dieses und nächstes Jahr ausgerufen. Die Landesregierung spricht von einer außergewöhnlichen Notsituation, wie der WDR berichtet. Mit neuen Schulden soll ein eigenes Rettungspaket für Nordrhein-Westfalen finanziert werden. Bisher sind diesen Schritt nur die Bundesländer Bremen und Mecklenburg-Vorpommern gegangen. Aha, also hier auch schon jetzt insgesamt 3 Bundesländer, die hier pleite sind sozusagen. Eine solche finanzielle Notsituation festzustellen, ist die Grundlage dafür, dass ein Bundesland trotz Schuldenbremse Kredite aufnehmen kann. Ja gut, okay, das haben wir ja schon 3-mal gehabt. Ursprünglich hatte der Ministerpräsident und der Finanzminister vorgesehen, die im Rettungsschirm verbliebenen Mittel zur Abfederung der Energiekrise und der Rezession umzuwidmen, also ne, umzudeuten, umzugebrauchen. Mit dem neuen Schuldenplan änderte die Landesregierung den Haushaltsentwurf, Beratung. Nach der Bund-Länder-Einigung auf ein drittes Entlastungspaket hatte der Finanzminister Anfang November umgeplant und ein eigenes NRW-Entlastungspaket gegen die Energiekrise geschürt. Nur die Finanzierung sollten 3 Millionen Euro genutzt werden, die bereits als Kredit für den Rettungsschirm aufgenommen wurden, aber noch nicht genutzt wurden. Aha, okay. Der Landesrechnungshof hatte dieses Vorgehen jedoch als verfassungswidrig kritisiert. Auch die Opposition kritisierte den Trick. Ja gut, also Leute, also wollen wir nun vorankommen oder wollen wir uns immer nur gegenseitig Stöcker zwischen die Beine schmeißen? Ich weiß nicht, was das soll. Auch Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster standen im Raum. Nun hat die Regierung die Pläne zur Befüllung eines neuen Rettungsschirms zurückgezogen. Stattdessen beschlossen sie am Nachmittag, die finanzielle Notlage auszurufen. Zudem soll ein Sondervermögen von 5 Milliarden Euro aufgenommen werden, 1,5 Milliarden Euro mehr, als die Ursprungspläne vorgesehen hatten. Die Landesregierung sagt hier, der Finanzminister sagt, wir befinden uns in einer Rezession, die noch bis weit in das Jahr 2023 anhalten wird. SPD-Fraktionschef erklärte, die Notlage sei schon vor vielen Wochen erkennbar gewesen. Die Landesregierung habe den Taschenspielertrick über den Rettungsschirm des Krisenviruses aus rein ideologischen Gründen versucht. Damit hätte man die finanzielle Notlage und die Notwendigkeit neuer Schulden zur Überwindung der Energiekrise nicht einräumen müssen. Dies habe nun zur Verfassungsbruchlandung allererster Güte geführt. Heftig. Verfassungsbruchlandung allererster Güte. Erleben wir jeden Tag hier, oder? Wie ich meine, Volksverhetzung, diese ganze Behandlungspflicht,
ja, Lockdowns, alles Verfassungsbruchlandung allererster Güte. Die SPD sei aber bereit, die hektische Kehrtwende mitzutragen und konstruktiv beizutragen, interessiert auch keine Sau mehr. Also, wir sind pleite. Die ersten Bundesländer melden Konkurs an sozusagen, um Schulden aufzunehmen. Ja, ich weiß, es ist letztendlich nur ein Trick, aber so wird er auch hier beschrieben. Und ich denke, unterm Strich ist es eben halt ganz einfach. Wir sind pleite. Wer hat eigentlich die ganze Kohle? Wenn wir hier sagen, 5 Milliarden fehlen für Nordrhein-Westfalen, wie viele Bundesländer haben wir? 16, wenn man das roundabout mal 5 Milliarden nimmt, dann sind wir bei 8 Milliarden. Nee, 80 Milliarden. 80 Milliarden, wenn wir sagen, jedes Land hätte irgendwie 5 Milliarden Unterdeckung durch die Energiekrise, also hätten wir 80 Milliarden. Stimmt das, was ich sage? 16, 10 mal 5 sind 50, 6 sind 30. Sind also 80 Milliarden, die wir bräuchten. Ich glaube, das Vierfache hat die Pharmaindustrie gekriegt durch Lauterbachs Bestellung. Also, was beschweren wir uns eigentlich? Ja? Ich mache in den nächsten Videos, werde ich auch noch, unabhängig von diesem Blitznews, werde ich auch noch mal darauf eingehen, dass die Krankenhäuser auch pleite sind hier. Viele Krankenhäuser in Deutschland sind pleite. Und ich frage mich eigentlich, wieso eigentlich? Die haben so viel Kohle gekriegt, die haben Milliarden bekommen. Alle zusammen, wegen dieser Intensivbettengeschichte. Ich verstehe es nicht. Wir haben kein Geld mehr, unsere Länder haben kein Geld mehr. Wo ist denn unsere ganze Kohle hin? Ja, innerhalb von 2 Jahren sind wir hier pleite oder was? Ja, liebe Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt mir bitte auch in die Kommentare, ob ihr das so ähnlich seht, wie ich das sehe. Das waren die heutigen Blitz-News. Schnell und schmerzhaft. Bei euch bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Nochmal mein Hinweis, bitte abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar da, wenn ihr wollt, und liked auch meine Inhalte, mein Video. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst, denn was die Zukunft bringt, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.